Millionen Rentner warten auf die Rentenerhöhung 2024. Ist der 1. Juli wirklich Zahltag dieser Rentenerhöhung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der 1.7.2024 ist der Tag, der das Inkrafttreten der Rentenwertbestimmungsverordnung 2024 markiert. Das heißt also, genau an diesem Tag um 0 Uhr ist diese neue Rentenwertverordnung in Kraft getreten. Und in dieser Rentenwertbestimmungsverordnung steht in Paragraph 6 drinne: Inkrafttreten dieser neue Rentenwert 39,32 € tritt am 1. Juli 2024 in Kraft. So. Und jetzt gibt es doch tatsächlich Rentnerinnen und Rentner, die sagen: Wie kann das eigentlich sein? Ich habe doch einen Anspruch auf diese Rentenerhöhung zum 1.7.2024. Da muss mir doch die Rentenversicherung diese Rentenerhöhung genau an diesem Tag auszahlen. Das ist leider, meine Damen und Herren, ein weit verbreiteter Irrtum. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach sagen, warum Sie hier diesem Irrtum unterliegen, ist relativ einfach. Denken Sie mal bitte daran, wenn Sie eine Altersrente beantragen. Sagen wir mal, die Altersrente beginnt zum 1.7.2024. Altersrente für besonders langjährig Versicherte ohne Abschläge. Wann bekommen Sie diese Altersrente ausgezahlt? Am Ende des Monats, in dem die Altersrente begonnen hat. Der Anspruch auf diese Altersrente beginnt tatsächlich am 1.7.2024. Aber der Zahltag der Rente ist der 31.7.2024. Und genauso ist das hier auch mit der Rentenerhöhung. Jawohl, Sie haben recht, Sie haben einen individuellen Anspruch auf die höhere Rente. Aber nicht direkt ab dem 1.7., also an diesem Tag, sondern erst, wenn Sie Ihre Rente nachschüssig gezahlt bekommen, zum Fälligkeitstermin. Und der Fälligkeitstermin, also der Zahltag, das ist genau der Tag, an dem Sie Anspruch darauf haben, die höhere Rente ausgezahlt zu bekommen. Bitte nicht verwechseln mit dem Anspruch auf die höhere Rente selbst, das ist ganz was anderes. Haben Sie Anspruch auf diese Zahlung am 31.07.2024? Das gilt für die Leute, deren Renten nach dem 01.04.2004 begonnen haben, also die nachschüssige Zahlung. Das ist ja 2019, das Verhältnis zwischen nachschüssiger Zahlung und vorschüssiger Zahlung ist 2019 gekippt. Und bei der vorschüssigen Zahlung, die haben wirklich richtig Lenz gehabt, ja, die Leute, die konnten sich richtig freuen. Die haben ihre Rentenerhöhung schon am 28. Juni 2024 erhalten. Da kann ich Sie schon verstehen, dass Sie sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt muss ich noch einen Monat, also ab dem 1.7. noch 30 Tage warten, ehe ich die höhere Rente bekomme. Aber die, die ihre Rente vorschüssig bezahlt bekommen haben, da ist die Rentenerhöhung schon mit eingerechnet. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, aber so ist leider die Rechtslage. Wir unterscheiden zwischen vorschüssiger und nachschüssiger Rentenzahlung. Das heißt also, Sie haben per se einen Anspruch auf die höhere Rente, aber der Zahlungsanspruch als solcher, das ist auch extra gesetzlich geregelt, der ist dann für die meisten von uns oder von Ihnen der 31.07.2024. Und so ist die Rechtslage. Und deshalb werden Sie die höhere Rente nicht direkt am 01.07.2024 auf Ihr Konto gezahlt bekommen, außer diejenigen, die ihre Rente schon vorschüssig für den Monat Juli im Monat Juli bezahlt bekommen haben. Die durften sich freuen, die haben ihre höhere Rente erhalten. Das Ganze alles hat nichts, meine Damen und Herren, mit dem Extrarentenzuschlag bis 7,5% zu tun. Dort gibt es einen völlig anders gesetzlich definierten Zahltag. Der liegt zwischen dem 10. Juli und dem 20. Juli. Und dieser Extrarentenzuschlag wird als Nettorentenzuschlag zusätzlich zur Rente auf das Konto der begünstigten Rentnerinnen und Rentner überwiesen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.